Verspielt. Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zur Review und Regelerklärung von Terra Nova. Terra Nova ist die Familienspielvariante eines der beliebtesten Spiele, die es überhaupt bei Vielspielern, Expertenspielern, Kennerspielern, sage ich mal, gibt, und zwar Terra Mystica. Das Ganze ist eigentlich sehr interessant, weil Terra Mystica beim Feuerland Verlag erschienen ist und Terra Nova erscheint bei Cosmos. Das hat eine irgendwie Zusammenarbeit, Kooperation, vielleicht haben sie auch die Rechte irgendwie ein bisschen abgekauft, scheinbar. Feuerland wollte das nicht machen, weil es eben nicht in ihr Spielesortiment passt und weil bei Cosmos eher die Familienspiele im Vordergrund stehen, wurde eben diese Lizenz sozusagen da weitergegeben oder haben sich das Recht gesichert, das zu verwenden. Und Terra Nova ist also jetzt so eine heruntergebrochene Version von Terra Mystica. Ich als Terra Mystica-Fan war da natürlich gespannt, was hier genau erscheint. Und ob dieses Spiel dann auch tatsächlich für mich interessant ist oder für Spieler, die eben Terra Mystica kennen und das Ganze auch lieben. Da gibt es ja eben genug davon. Und ich würde sagen, bevor wir das Ganze klären, zeige ich euch jetzt mal einfach die Regeln von Terra Nova, so wie sie gespielt werden. Und dann machen wir so ein Fazit und gleichzeitig auch ein bisschen einen Vergleich. Okay, starten wir mit dem Aufbau von Terra Nova. Das Spielbrett wird ausgelegt. Ich nehme jetzt hier die Seite für 2 bis 4 Spieler. Auf der Rückseite ist eine Variante für nur 2 Spieler. Erkläre ich euch dann nachher noch genau, was diese macht. So, das Spielbrett ist ausgelegt und wir starten damit, dass wir hier solche X-Abdeckmarker zu den Machtaktionen legen, die auf der Seite auf dem Spielplan angegeben sind. Danach mischen wir diese Rundenblättchen und legen jeweils ein Rundenblättchen per Zufall auf die 5 Rundenfelder. Die restlichen kommen aus dem Spiel. Genauso braucht man diese X-Marker nicht mehr, es sei denn, eine Fraktion benötigt später noch ein solches Blättchen auf ihrem Fraktionstableau. Aus den Vorteilsblättchen wählt man auch per Zufall 3 aus, plus ein Blättchen pro Mitspieler. Das heißt, ich werde hier ein 2-Personen-Spiel vorzeigen. 2 weitere Blättchen kommen noch dazu, also gibt es insgesamt 5. Der Rest kommt auch aus dem Spiel. Die Münzen, die Landschaftsblättchen werden ausgelegt. Und dann kommt es auch schon dazu, dass man per Zufall oder in Spielerreihenfolge, beginnend beim Startspieler, dieser bekommt diesen Spaten hier, ein Volk auswählt. Und ich habe mich einfach für die Feen und für die Flaschengeister entschieden. Danach kommt es auch schon zum Aufbau von diesen Spielertableaus. Der ist im Prinzip für alle gleich. Ich habe hier schon das ganze Material in den entsprechenden Säckchen vorsortiert. Die Macht, das sind diese violetten Steine, kommen in diese Machtschalen. Hier steht 2, hier steht 2, hier steht 4. Das heißt, 2 Macht in diese Schale, 2 Macht in diese Schale und 4 Macht in die Schale mit der Nummer 3. Die Häuser kommen hier unten auf diese Leiste, von links nach rechts einfach aufstellen. Es sollte dann auf jedem Feld 1 von diesen Häusern stehen. So, wo ist noch eines? Ja, hier ist es versteckt. So, dann haben wir die Kontore. Diese kommen auf diese 4 Felder. Dann gibt es insgesamt 3 Brücken. Die lege ich einfach hier herüben her auf die Brückenfelder. Kann man auch neben dem Spielplan hinlegen. Und dann gibt es 2 Paläste. Die kommen hier auf die Palastfelder.
Dann haben wir noch vier solche Stadtmarker. Die können wir einfach mal hier irgendwo neben das Spielertableau legen. Dann haben wir hier noch zwei so Völkermarkierungssteine. Einer kommt auf die Schifffahrtsleiste, auf das Feld 0 und der zweite kommt auf die 0 von der Siegpunktleiste. Genau das gleiche werde ich jetzt hier noch machen, das muss nicht vor Kamera sein. So, der Spieleraufbau ist erledigt, ich zeige euch das mal ganz kurz. Von jeder Spielerfarbe gibt es zwei Seiten, hier markiert durch A oder B. Prinzipiell ist A die einfachere zu spielende Seite, außerdem haben alle die gleiche Fähigkeit bei dem rechten Ballast, also alle Fraktionen, Völker von der A-Seite haben hier die gleiche Funktion, auf der B-Seite ist das komplett unterschiedlich. Außerdem gäbe es auch noch oder gibt es solche Übersichten für die einzelnen Völker, wo man nochmal alle speziellen Fähigkeiten, die eben anders sind als bei den anderen Völkern, nochmal erklärt werden. Das heißt, das sind die Fähigkeiten, die hier oben angegeben sind. Das sind die Spezialfähigkeiten des Volkes, beziehungsweise die Fähigkeiten der Paläste ist auch eine andere. Auf der A-Seite, habe ich schon gesagt, ist die zweite Palastfähigkeit immer gleich. Spielt man auf der B-Seite, sind das überall verschiedene Fähigkeiten, wie man hier auf diesen Übersichten schon erkennen kann. Die kann man sich natürlich zur Hand nehmen, wenn man möchte. Dann kann man auch noch diese Spielhilfen zur Hand nehmen, die sind eigentlich auch recht geschickt. Außerdem stehen hier auf diesen Völkerfähigkeitskarten auch noch Taktiktipps, was man hier vielleicht am besten bei diesem Volk beachten muss. Wer das nicht möchte, der kann das natürlich auch selbst herausfinden und das Ganze eben während des Spiels herausfinden. Wenn das erledigt ist, dann ist man eigentlich schon ziemlich weit im Aufbau gekommen. Als nächstes, beginnend beim Startspiel, also derjenige, der den Spaten hier hat, darf man ein Haus auf sein Heimatgebiet einsetzen. Und das Heimatgebiet erkennt man anhand dieses Kreises, der hier oben bei diesem Rondell, sage ich mal, liegt. In dem Fall ist es der Wald, das heißt, ich würde das erste Haus von den Feen, der Spieler entscheidet sich, das hier hinzusetzen. Danach kommt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an die Reihe, das heißt, es ist blau. Blau hat den See als Heimatgebiet und setzt sein Gebäude hier hin. Und dann darf man auch noch ein zweites, das geht dann genau rückwärts, also beginnend beim letzten Spieler, der an der Reihe kommt, noch ein zweites Haus einsetzen. Das macht dieser Spieler hier vielleicht an dieser Position. Hier muss man schon beachten, welche Gebiete sind denn angrenzend an das Seengebiet, denn diese sind leichter zu terraformen, wenn man das so sagen möchte. Dafür benötigt man jeweils einen Spaten, um einen See zu machen. Also wenn man aus einem Wald einen See machen möchte, ein Spaten, wenn man aus diesem, ich weiß jetzt nicht, ich sage einfach mal Sumpf einen See machen möchte, benötigt man auch nur einen Spaten. Schwieriger ist das aus der Wüste, dann braucht man eins, zwei Spaten oder halt dieses, weiß ich nicht, Ödland, glaube ich, soll das darstellen, dann benötigt man auch zwei Spaten. Und diese Konstellation ist bei allen Völkern irgendwie unterschiedlich. Jetzt würde dann eben nochmal Grün an der Reihe sein und dürfte sein zweites Haus einsetzen. Und Grün würde dieses zweite Haus vielleicht hier einsetzen. Einfach hier. Okay. Danach wählt der Spieler, der in der Spielreihenfolge als letztes dran ist, ein Vorteilsblättchen bis zu dem Startspieler, der wählt als letztes sein Vorteilsblättchen. Und ich würde sagen, der Spieler Blau wählt als erstes dieses Vorteilsblättchen für sich und der Spieler Grün würde sich für dieses Vorteilsblättchen hier am Anfang entscheiden. Alle Vorteilsblättchen, die jetzt übrig bleiben, bekommen eine Münze darauf gelegt. Das heißt, der Spieler, der das nachher nimmt, bekommt auch eine Münze. Außerdem erhalten alle Spieler noch ihr Starteinkommen, abhängig davon, was hier in dieser Ecke steht. Das heißt, das sind 7 Münzen für die Feen und auch 7 Münzen für die Flaschengeister.
Der Spielaufbau ist somit eigentlich abgeschlossen und wir können mit der ersten von 5 Runden beginnen. Eine Spielrunde von Terra Nova beginnt immer mit der Phase 1, dem Einkommen. Das heißt, man sucht überall, wo man irgendwie so eine Hand findet bei seinen ganzen Materialien und das bringt einem eben in den meisten Fällen Geld oder Macht. Das kann sein am Völkertableau oder auf den Vorteilsblättchen. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an, wo das bei diesen beiden Völkern der Fall ist. Wir haben hier 1, 2, 3 mal diese Hand. Die bringt uns dann insgesamt 6, 8 weitere Münzen. Plus einmal hier auf dem Vorteilsblättchen die Hand für noch 2 weitere Münzen. Und einmal als Spezialfähigkeit des Volkes diese Hand, was uns 2 Macht bringt. Der Machtkreislauf funktioniert folgendermaßen. Wenn man Macht erhält, muss man immer zuerst die Macht aus Schale 1 in Schale 2 bringen. Was hier der Fall ist, ich habe hier eines noch liegen, einen Stein, also eine Macht von den beiden kommt in die Schale 2. Ich habe noch immer eins hier liegen, die zweite Macht kommt auch in Schale 2. Als nächstes, wenn ich Macht erhalten würde, würde die Macht von Schale 2 in Schale 3 wandern und in Schale 3 angesammelte Macht ist im Prinzip zum Verbrauchen da. Wird sie verbraucht, werden dementsprechend wieder die Marker in diese 1er-Schale verschoben. Sollte ich jetzt wieder Macht erhalten, müsste ich zuerst wieder alles aus Schale 1 nach oben bringen in die 2. Schale und dann würde es erst von Schale 2 in Schale 3 wandern. So habe ich es aber jetzt mal alles in 3 und 2, was mir dann gewisse Vorteile bringt. Schauen wir auch noch, was beim blauen Spieler in der Einkommensphase passiert. Er bekommt auch durch seine Gebäude 8 Münzen. Er bekommt durch sein Blättchen nochmal 2 Münzen. Er hat sonst keinen weiteren Einkommenseffekt. Er hat hier einen anderen Effekt. Immer wenn er ein Stadtblättchen legt, kriegt er 4 Punkte mehr. Das hat dieser Spieler hier eben nicht. Und somit wäre die Phase 1 Einkommen auch schon abgeschlossen. Und es geht weiter mit der Phase 2 Aktionen. Und das ist eigentlich die Hauptphase, in der das Spiel oder in der die meiste Zeit des Spiels verbracht wird. Denn es gibt 7 unterschiedliche Aktionen, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen werden. Beginnend beim Startspieler fängt dieser an, eine Aktion auszuwählen. Es gibt insgesamt 7 Stück. Ich erkläre euch gleich mal eine der wichtigsten, das ist bewohnbar machen und bauen. Beim bewohnbar machen und bauen muss man mal entscheiden, wo möchte man eigentlich bewohnbar machen und etwas bauen. Ich würde sagen, Spieler Grün, da es für ihn am einfachsten ist, rote Gebiete oder Seengebiete umzuwandeln, wählt er jetzt gleich mal dieses rote Gebiet und dieses möchte er in einen Wald umwandeln. Das heißt, ein Blättchen hier ablegen und dann im Idealfall gleich ein Haus darauf bauen. Funktioniert so, man schaut, wie viele Spaten benötigt man für diese Landschaft, um diese umzuwandeln. In dem Fall einen Spaten und ein Spaten kostet 6 Münzen. Das heißt, 6 Münzen wandern schon mal in den Vorrat und er hat dieses Gebiet hier umgewandelt. Zum Umwandeln muss dieses Gebiet immer in Reichweite oder benachbart sein. Benachbart heißt eben zu einem schon bereits gebauten Gebäude, angrenzend an das Sechseckfeld. In Reichweite bedeutet, ich habe hier immer eine Schifffahrtsleiste. Momentan ist meine Reichweite 0, das heißt, ich kann noch nicht über das Wasser fahren. Wäre meine Reichweite hier 1 gewesen, hätte ich auch sagen können, über dieses Wasserfeld hätte ich hier dieses Ödnisfeld terraformen können. Ist aber nicht der Fall. Das bedeutet, ich nehme dieses benachbarte und dann kann ich ein Haus bauen. Und beim Hausbauen ist es immer so, ich muss immer mit diesen kleinen Häusern hier quasi beginnen. Ich könnte sie nachher dann aufwerten in ein Kontor und ein Kontor könnte ein Palast werden. Jetzt möchte ich allerdings erstmal ein Haus hier bauen, wo ich gerade diese Landschaft umgewandelt habe. Auch das kostet nochmals 4 Münzen. Das heißt, ich gebe weitere 4 Münzen in den Vorrat und das war mal diese Aktion und mein Zug. Achtung, weil ich jetzt benachbart zu blau hier ein Haus gebaut habe,
erhält blau automatisch eine Macht für jedes angrenzende Gebäude, das zu meinem neu gebauten Gebäude steht. Er hat hier also eines, das bedeutet, er bekommt eine Macht. Das ist immer während des ganzen Spiels der Fall. Baut jemand angrenzend an deine Gebäude, bekommst du für jedes Gebäude, das angrenzend an das neu gebaut ist, eine Macht. So, dann wäre jetzt Blau an der Reihe und Blau entscheidet sich für die zweite Aktion. Das ist die Aktion Gebäude aufwerten. Das trifft sich jetzt ganz gut, denn er möchte dieses Gebäude hier in ein Kontor umwandeln. Und das Kontor kostet entweder 7 oder 10 Münzen. 7 Münzen dann, wenn ein Gebäude von einem anderen Spieler angrenzend ist, was hier der Fall ist. Das heißt, er gibt 7 Münzen ab. Hätte er dieses Gebäude hier umgewandelt, da ist kein anderes Gebäude von einem Spieler angrenzend, hätte das 10 Münzen gekostet. So kann er hier sein Kontor aufstellen und das Gebäude, das ersetzt wird, kommt wieder an die Position, die am weitesten links auf seinem Tableau ist. Was passiert? Das Einkommen hier unten wird abgedeckt, dafür kommt hier ein neues Einkommen, das aufgedeckt wird. Das heißt, er bekommt jetzt auch jedes Mal in der Einkommensphase eine Macht und 2 Münzen anstatt von 3 Münzen. Und im Prinzip war das auch schon die zweite Aktion, das Aufwerten von Gebäuden. Weil hier auch immer solche Rundenziele liegen, bekommt der Spieler Blau jetzt auch gleich noch 3 Punkte. Denn jedes Mal, wenn er ein Kontor, also ein Haus in ein Kontor umwandelt, gibt das in dieser Runde automatisch 3 Punkte. Das heißt, Blau würde hier schon 3 Punkte haben. Und im Spiel geht es prinzipiell darum, am Spielende die meisten Punkte zu besitzen. Jetzt wäre wieder der Spieler Grün an der Reihe. Und dieser entscheidet sich für die Aktion Machtaktion. Schifffahrt kann er momentan nicht machen, da er nur 7 Münzen hat, er dafür aber 8 brauchen würde. Das heißt, er macht eine sogenannte Machtaktion. Und diese Machtaktionen sind hier auf der Seite angegeben. Eine Brücke bauen kostet 3 Macht, die zweite Brücke bauen kostet 4 Macht. Für 4 Macht kann er auch auf der Schifffahrtsleiste voranschreiten. Für 4 Macht kann er sich 7 Münzen nehmen. Für 4 Macht kann er eine Landschaft umwandeln oder für 6 Macht bekommt er sogar 2 Spaten und könnte eine von den schwieriger zu terraformenden Landschaften für sich umwandeln. Er hat auch übrigens hier noch einen Spaten. Das bedeutet, er kann einmal als Machtaktion auch das hier so machen, diesen abdecken und irgendwo eine Landschaft gratis umwandeln. So, er möchte aber jetzt unbedingt, sagen wir einfach mal, die Schifffahrt weiter ausbauen. Deshalb gibt er 4 Macht ab. Nein, das macht er nicht. Er gibt trotzdem 4 Macht ab und nimmt sich vorerst mal diese 7 Münzen hier. Das heißt, er nimmt sich die 7 Münzen aus dem Vorrat. Und das war auch schon sein Zug. Jetzt ist wieder Spieler Blau an der Reihe. Dieser möchte unbedingt eine Brücke bauen. Das Brückenbauen kostet ihn 10 Münzen. Er hat ganz genau 10 Münzen. Jetzt könnte er das mit dem Bezahlen von 10 Münzen machen. Der Brückenbauen ist übrigens auch eine der möglichen Optionen, die man hat. Oder er benutzt auch die Macht. Das würde ihm 3 Macht kosten. 1, 2, 3. Und er legt jetzt eine von seinen Brücken hier hin, weil er hat das Ziel, dass er seine 2 Gebiete hier miteinander verbindet. Das heißt, er müsste das hier dann noch irgendwann später umwandeln und ein Haus draufbauen, um das eben zu einem zusammenhängenden, benachbarten Gebiet machen. Das heißt, dieses Haus ist jetzt schon mit diesem Gebiet hier auf jeden Fall mal benachbart. Gut, dann kommt wieder Spieler Grün an die Reihe und der hat jetzt genug Geld, um einmal die Schifffahrt aufzuwerten. Ich habe euch vorher schon gezeigt, Schifffahrt verbessern ist eine der möglichen Aktionen, die es gibt. Kostet 8. Er verschiebt hier seinen Marker um 1 weiter. Er kommt auf dieses 2 Siegpunkte-Symbol, was ihm jetzt sofort 2 Siegpunkte einbringt. Und das war auch jetzt schon seine
Aktion, die er hier machen kann. Jetzt ist wieder Blau an der Reihe. Ah, da habe ich natürlich vorher vergessen, das Geld abzugeben. Das waren die 10. Und Blau hat jetzt eigentlich nichts mehr, was er in dieser Runde machen kann. Das heißt, ihm bleibt nur mehr die Aktion Passen übrig. Und Passen bedeutet, dass er ja, aus dieser Spielrunde aussteigt. Weil er der erste Spieler ist, der aussteigt, bekommt er mal den Startspielermarker für die nächste Runde. Dann schaut er, ob auf seinem Vorteilsblättchen eine Schriftrolle abgebildet ist, was hier der Fall ist. Das bedeutet, er bekommt für jedes Haus, das er jetzt am Spielfeld stehen hat, einen Punkt. Das ist bei ihm einmal der Fall. Bedeutet, Blau bekommt noch einen weiteren Punkt. Dann legt er sein Vorteilsblättchen hier oben zu den anderen dazu und sucht sich ein neues Vorteilsblättchen aus. Und diesmal wählt er das hier. Da bekommt er auch gleich eine Münze damit und legt es verdeckt vor sich ab. Das bedeutet nichts anderes, als dass er aus dieser aktuellen Runde schon ausgestiegen ist und wartet, bis alle anderen Spieler ebenfalls gepasst haben. Vorher habe ich noch vergessen, diese drei Macht, das Brückenbauen, was Spieler Blau gemacht hat, hier oben abzudecken. Jetzt ist nochmal der Spieler Grün an der Reihe und er hat ja jetzt schon Reichweite 1. Das heißt, über dieses Wasserfeld hier erreicht er dieses Waldfeld und deshalb baut er jetzt noch einmal ein weiteres Haus hier hin, indem er das hier platziert. Das kostet ihn 4 Münzen, dann kommt er wieder eine Retour. Das war sein Zug. So könnte er sich eigentlich nichts mehr leisten. Er möchte allerdings jetzt das hier nicht verfallen lassen, seinen Spaten. Und deshalb gibt er diesen Spaten noch aus, indem er ihn hier abdeckt. Und für einen Spaten kann er entweder ein Wasserfeld oder ein Ödnisfeld in ein Waldfeld umwandeln. Und er entscheidet sich für dieses Ödnisfeld, das er hier jetzt quasi mit diesem Gratis-Spaten umwandelt. Danach muss auch dieser Spieler passen. Er hat kein Kontor in dieser Runde eröffnet, deshalb bekommt er hier auch keine Punkte. Er hat hier auf diesem Blättchen auch keine weiteren beim Passen ausgelösten Effekte. Das heißt, er legt dieses Blättchen zurück und wählt dann als nächstes dieses Blättchen hier aus. Kommt auch die eine Münze. Jetzt haben alle Spieler gepasst, das heißt, die Aktionsphase ist vorbei und wir kommen in die Phase 3, und zwar das Rundenende. Eine Sache, die ich vorher auch noch nicht beachtet habe, jedes Mal beim Aufwerten eines Gebäudes bekommt der angrenzende Spieler oder die angrenzenden Spieler auch die Macht, so wie wenn ein neues Gebäude aufs Spielfeld gesetzt wird. Das heißt, hier wäre es so gewesen, dass Grün vorher auch einmal eine Macht bekommen hätte, wie Blau dieses Gebäude aufgewertet hat. Wir sind jetzt in der Phase 3. Hier werden alle X-Marker entfernt, das heißt, die werden wieder auf die Seite geschoben, sodass die Aktionen in der nächsten Runde frei sind. Übrige Vorteilsblättchen erhalten ein Geld. Das heißt, hier wird wieder ein Geld überall dazugelegt. Und das Wertungsblättchen der beendeten Runde wird umgedreht. Jetzt kann man natürlich nochmal schauen, hat man die Punkte tatsächlich bekommen. Bei uns war sowieso nur Spieler Blau mit einmal der Aufwertung des Kontors. Und jetzt würde dann die nächste Runde beginnen und das geht wieder mit dem Einkommen los. Da werden dann wieder diese Vorteilsblättchen umgedreht, damit man auch hier das Einkommen sieht. Die Spieler erhalten wieder das Einkommen. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was passiert eigentlich bei einer Stadtgründung, beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um überhaupt diese Blättchen hier, die jeder Spieler hat, ins Spiel zu bringen. Um eine Stadt zu gründen, benötigt man mindestens 4 benachbarte Gebäude mit einem Wert von 7 Wappen. Jedes Gebäude hat hier einen Wappenwert. Die Häuser 1, die Kontore 2, die Paläste 3. Momentan ist das hier ja nicht der Fall. Das sind hier nur 2 Gebäude. Das hier ist noch nicht benachbart, da es hier keine Brücke gibt. Hier ist überhaupt nur ein Gebäude. Das heißt, ich werde jetzt mal da einfach irgendetwas ein bisschen aufstellen und umändern, um euch zu zeigen, wie das Ganze ausschauen könnte. Jetzt wären es 3 Gebäude
mit einem Wert von 6. Und jetzt wären das Ganze 4 zusammenhängende Gebäude mit einem Wert von 7. Und immer wenn das erreicht wird, kann man eins von diesen 4 Stadtplättchen aussuchen und auf diese Stadt legen. Man bekommt diesen aufgedruckten Bonus, hier einen Schritt auf der Schifffahrtsleiste und 4 Punkte oder 9 Siegpunkte oder 6 Münzen und 5 Punkte oder 8 Macht und 6 Punkte. Angenommen, man entscheidet sich jetzt für diese Macht. Ich lege das dann immer so irgendwie auf den Palast oder auf das größte Gebäude. In der Anleitung steht, man legt das Ganze unterhalb eines Gebäudes hin, um anzuzeigen, dass hier eine Stadt ist. Das ist aber irgendwie unübersichtlicher, deshalb lege ich es meistens dann auf den Palast drauf. Das heißt, 8 Macht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bedeutet, man hat wieder 5 Macht, die man sofort ausgeben könnte, mit denen man sich hier irgendeine dieser Machtaktionen dann leisten kann. Eine Möglichkeit, die man in der Aktionsphase eigentlich auch dauernd hat, ist das hier auf der Seite aufgedruckte. Man kann eine Macht abgeben, um ein Geld zu erhalten. Das kann man beliebig oft wiederholen, solange man eben Macht in seiner dritten Schale hat, die tatsächlich auszugeben möglich ist. Hätte Spieler Blau beispielsweise nicht diesen Palast hier, sondern diesen Palast schon gebaut gehabt, dann hätte es auch genügt, wenn er insgesamt, nein, hätte nicht genügt, er braucht ja zumindest 4 Gebäude in dieser Stadt, um eine Stadt zu gründen, aber es würden statt 7 Wappen 6 Wappen genügen. Und ja, wenn dann alle 5 Runden vorbei sind, das wird eben alles der Reihe nach umgedreht, dann kommt es zur Endwertung. Und die Endwertung schaut folgendermaßen aus. Für jeweils 3 Gold, das du noch übrig hast, bekommst du einen Punkt. Und dann wird auch noch geschaut, wer hat das größte zusammenhängende Gebiet. Zusammenhängend bedeutet hier allerdings auch, die Reichweite wird einfach dazugezählt. Also es muss nicht benachbart sein. Könnte dann bei Blau eben vielleicht, nein, bei Blau könnte es nicht so ausschauen, aber vielleicht wenn Grün hier... Hier und auch noch hier ein Blättchen hätte und hier ein Blättchen, machen wir das einfach mal so, und eine Reichweite von 2, dann wären ja dieses und dieses Gebiet prinzipiell nicht zusammenhängend. Über die Reichweite 1, 2 wäre dieses Gebiet dann allerdings zusammenhängen und er hätte somit das größte Gebiet, was ihm 12 Punkte bringen würde. Dann wäre er zum Beispiel auf 15, Blau hätte das zweitgrößte Gebiet, was ihm 8 Punkte bringen würde, dann wäre er auf 12. Und wer dann nach dieser Schlusswertung am weitesten vorne ist, der hat Terra Nova gewonnen. Es gibt noch diese angepasste Zwei-Spieler-Variante, die ich vorher schon erwähnt habe. Es gibt auch noch diese Zugreihenfolgen-Variante. Das heißt, der Spieler, der als erstes passt, ist dann immer in der nächsten Runde der nächste Startspieler und es wird immer in dieser Reihenfolge hier gespielt. Das heißt, es geht dann nicht im Uhrzeigersinn rundherum, sondern die Reihenfolge ist eben immer entsprechend der Passreihenfolge der vorhergehenden Runde. Das heißt, wäre hier noch ein dritter Mitspieler gewesen oder so, dann könnte sagen, ja okay, 3 Spieler 3 passt als erstes, ist dann in der nächsten Runde erster, dann passt Spieler 1. Als nächstes und dann wäre das hier die Spielerreihenfolge immer eine andere, je nach Passreihenfolge. Gut, schauen wir uns noch an, was hier auf der Rückseite diese besondere Zwei-Spieler-Variante ist, was man hier noch an kleinen Stellschrauben hat, sage ich mal. So. Und hier ist es so, dass ein paar Felder hier unten ein solches Haussymbol zeigen. Es ändert sich der Spielaufbau leicht, abhängig davon, welche Variante für 2 Personen im Spiel. Es gibt die Variante für Planer, das ist diese, die hier durch ein Zahnrad markiert ist. Und es gibt die Variante für Glücksgräber, die hier mit diesem Kleeblatt markiert ist.
Nach dem Auslegen des Spielplans kommt nämlich schon die neue Phase beim Aufbau. Spielt man die Variante der Planer, darf jeder Spieler ein Haus einer neutralen Farbe, die vorher eben bestimmt worden ist, auf ein entsprechendes Heimatfeld von diesem Volk setzen. Das gilt als neutrales Volk. Beim Einsetzen von diesen Häusern bekommen die angrenzenden Personen aber keine Macht. Das heißt, das Spielfeld wird halt ein bisschen eingegrenzt und geformt. Bei der Planer-Variante passiert dann auch noch Folgendes. Nach der Runde 3 werden die nächsten beiden Häuser eingesetzt, abhängig davon, ob diese Felder tatsächlich noch frei sind. Hätte jemand schon während des Spiels hier darüber gebaut, dann würde jetzt nur mehr diese, also seht ihr gar nicht, hier darüber gebaut über dieses Seefeld, dann hätte diese, dann könnte dieses Haus nicht mehr eingesetzt werden, dann wäre nur mehr dieses eine Haus dazugesetzt worden. Bei der Glücksgräber-Variante ist es so, dass immer vor der Einkommensphase ein Haus gezogen wird, und zwar aus den drei nicht teilnehmenden Spielerfarben. Bedeutet, diese drei Häuser werden genommen, per Zufall wird eines bestimmt. Startspieler bekommt also das Haus grün, darf es auf einen Wald setzen. Der zweite Spieler wählt auch eins zufällig aus, ist in dem Fall blau, er darf es auf ein Seefeld setzen. Dann wird die Runde gespielt. Nächste Runde passiert wieder genau das gleiche. Startspieler wählt ein Haus aus, ein rotes Haus. Er setzt es dann auf ein rotes Feld. Der zweite Spieler in Spielreihenfolge per Zufall grün und so weiter. Das heißt, dieses Auswählen passiert dann tatsächlich in allen fünf oder vor allen fünf Runden. Und es kommen somit eben per Zufall die Häuser irgendwo auf den Spielplan hin, was natürlich dann ein bisschen glückslastiger ist. Und das sind eigentlich schon die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Fazit. Ich glaube, mit der Regelerklärung hat man schon einen guten Einblick bekommen, was hier alles im Vergleich zu Terra Mystica fehlt. Den Vergleich würde ich dann allerdings gerne erst am Schluss machen, sondern dieses Spiel einfach mal bewerten nach dem Schema Master, wo wir mit M-Material starten. Ich finde, das Material ist okay. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, wenn man mit den B-Seiten spielt, das ist zumindest bei meiner Kopie so, und übrigens danke für das Rezensionsexemplar an Cosmos, ist bei meiner Kopie gewesen, dass es eben aufgebogen ist, und wenn man da etwas bewegt hat, hat sich das immer so leicht hin und her bewegt. Das ist das, was mir am negativsten, sage ich mal, aufgefallen ist. Der Rest des Materials ist meiner Meinung nach voll okay. Das ist, ja, die Holzteile sowieso in Ordnung, der Spielplan, die Kartonteile, alles so, wie es eben normaler Standard mittlerweile ist. Daher kann man eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel daran aussetzen. Dann geht es weiter mit dem Artwork. Und hier scheiden sich bei mir ein bisschen die Geister. Ja. Es ist auch schon Terra Mystica ein sehr umstrittenes Spiel gewesen, artworkmäßig. Da sagen viele, es ist so hässlich, das möchte ich gar nicht spielen. Mich persönlich hat das hier nicht gestört bei Terra Mystica. Bei Terra Nova jetzt. Der Vergleich drängt sich halt natürlich immer wieder auf, weil das Spiel eben so diese heruntergebrochene Variante davon ist. Und ich finde, mir gefällt Terra Mystica in diesem Fall etwas besser. Dieses Artwork hier ist auf jeden Fall familienfreundlicher. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen kindlicher gestaltet, sage ich mal. Insgesamt, vielleicht einfach auch, weil ich es gewohnt bin durch die vielen Terra Mystica-Partien, wirkt das jetzt auf mich einfach ein bisschen komisch. Ansonsten kann man aber auch überhaupt nichts daran aussetzen. Ist genauso ein Artwork und funktioniert genauso gut. Die Zeichensprache und alles, was damit zu tun hat, wie bei Terra Mystica, ist einfach persönliche Geschmackssache. Spielgefühl und Spielmechanik. Wir haben hier einen Aktionsauswahlmechanismus, wenn man so möchte. Ein Ressourcenmanagement auf jeden Fall auch. Und vom Spielgefühl her würde ich jetzt sagen, oder hier fängt eigentlich jetzt der Vergleich so ein bisschen an, ich habe es eben vorher auch schon, es wird die ganze Zeit eben irgendwie ein bisschen vermischt sein, muss ich jetzt sagen, es ist natürlich die einfachere Version. Als Vielspieler und Expertenspieler, der ein Terra Mystica wirklich gerne mag und
das auch ohne große Probleme herunterspielt, weil ja, es sind halt viele Regeln und es gibt viele Möglichkeiten, die man hat, aber es ist jetzt nicht irgendwie so lauter fuzzelig kleine Regeln, sage ich mal. Das ist eigentlich relativ kompakt und verständlich, meiner Meinung nach. So ein Vielspieler-Expertenspieler, der fragt sich wahrscheinlich, ja, was macht man jetzt mit einem Terra Nova? Der Familienspieler oder die Kennerspieler, das ist nämlich jetzt gar nicht so als Familienspiel, glaube ich, konzipiert. Das ist eher so ein gehobenes Familienspiel, wenn nicht sogar Kennerspiel, meiner Meinung nach. Wer, die noch nicht Terra Mystica kennen und dieses Spiel hier kaufen, die machen absolut nichts falsch. Ja, ist ein super Spiel, ist mehr oder weniger ein perfekter Einstieg, eine heruntergebrochene Terra Mystica-Version. Wenn man das Ziel hat, Terra Mystica spielen zu wollen, aber nicht gleich in dieses große Spiel rein starten möchte, dann ist man hier wirklich perfekt aufgehoben. Es gibt die unterschiedlichen Fraktionen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten. Es gibt eben den Spielplan, wo man sich ausbreiten kann, wie man möchte. Es gibt die Machtaktionen und, und. Also es ist eigentlich alles da, was ein Terra Mystica ausmacht, nur alles heruntergebrochen, vereinfacht auf ein ja, Familien- oder Kennerniveau. Und das finde ich ist schon eine ganz coole Sache. Und das Spiel macht hier auch absolut nichts falsch. Ja, es ist trotzdem spannend, man spielt es dahin. Außer man kennt jetzt Terra Mystica und dann fehlt einem irgendwie etwas, weil ja doch diese Tempel wegfallen, die Gebäude sind nur eingliedrig. Das heißt, man kann nur vom Kontor den Palast bauen. Diese Tempel und das Heiligtum gibt es gar nicht. Die Ressource Arbeiter fällt überhaupt weg. Man bezahlt eigentlich alles nur mit Geld. Die Mönche oder Priester, auch die gibt es dann eben logischerweise nicht, die man in diese Kulte entsandt hat. Diese komplette Kultleiste, diese komplette Wertungsmöglichkeit fällt auch weg. Außerdem hat jeder eigene Stadtplättchen und es gibt keine allgemeine Auslage. Wenn dann eines weg ist, ist das weg, so wie es beim Terra Mystica ist. Nein, jeder kann einfach aus seinen vier Stadtplättchen auswählen und das ist so. Die Macht, der Machtkreislauf ist vereinfacht. Es ist so, dass es beim Original konnte man Macht verbrennen, also aus dem Kreislauf komplett ausscheiden, um Macht in die dritte Schale zu bekommen. Das ist hier nicht mehr der Fall. Jeder hat insgesamt 8 Macht und mit denen spielt man das ganze Spiel. Wenn man Macht erhält durch das Bauen, wenn ein Gegenspieler neben dir ein Gebäude baut, musste man sich bei Terra Mystica entscheiden, gebe ich hier Siegpunkte ab, um die Macht zu bekommen oder nicht. Hier bekommt man da einfach die Macht. Also all diese kleinen Regelfeinheiten, sage ich mal, sind hier dann teilweise einfach weggelassen worden, weggeschliffen worden. Und dennoch, finde ich, hat das Spiel seine Daseinsberechtigung, gerade für Familienspieler, für Kennerspieler, die jetzt nicht so ewig lange Expertenspiele wollen. Wir haben das Spiel zu zweit gespielt, haben 45 Minuten gebraucht und das finde ich ist eine absolut Top-Zeit für ein Spiel, das doch einen gewissen Tiefgang hat, das doch gewisse Entscheidungen verlangt. Und das Spielgefühl war auf jeden Fall ein positives. Hier wieder nochmal der Hinweis, es ist halt einfach so, kennt man Terra Mystica oder nicht und was ist die Erwartungshaltung? Das spielt hier meiner Meinung nach eben eine sehr große Rolle. Wenn ich Terra Mystica spielen möchte, aber nicht genug Zeit habe, dann greife ich zu Terra Nova. Super, ja. Die Hauptelemente sind da, das Ganze vereinfacht, es geht schneller und prack. Ich habe quasi Terra Mystica gespielt. Wer das überhaupt nicht gekannt hat, Terra Mystica, wer das nicht kennt und wer dieses Spiel einfach jetzt das erste Mal hier sieht, der kauft hier wirklich ein Top-Spiel. Da gibt es überhaupt nichts daran zu rütteln oder auszusetzen. Ist wirklich super cool gemacht und einfach eine vereinfachte Version. So, jetzt habe ich schon viel Vergleich gehabt. Das heißt, den Vergleich zum Schluss kann man sich schon mehr oder weniger sparen. Da ist dann nur noch eine persönliche Einschätzung und Meinung jetzt, wie es ich handhaben werde. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist natürlich irgendwo gegeben, aber so wirklich thematisch umgesetzt ist jetzt das Ganze vielleicht nicht bei, wie so vielen Eurogames ist hier einfach irgendein Thema darüber geklatscht worden, sage ich mal. Ist bei Eurogames meiner Meinung nach auch meistens eher unwichtig. Der Einstieg ist vielleicht jetzt für unerfahrene Spieler gar nicht so einfach. Die Regel ist doch recht umfangreich. Ich finde allerdings, dass diese Übersichtskärtchen, die ich euch gezeigt habe, und diese Fraktionsanleitungen, sage ich mal,
dass die da wirklich auch eine gute Rolle spielen können und einem dabei helfen können, in dieses Spiel einzutauchen, in dieses Spiel zu beginnen. Deshalb finde ich auch, dass das eigentlich super gemacht worden ist. Und hier gibt es eigentlich dann daran auch nichts mehr zu meckern. Ja, wenn jemand das Spiel liest, sind viele Informationen. Wenn derjenige das aber gut erklären kann, sollten die Mitspieler eigentlich kein großes Problem dann haben. Überhaupt, wenn sie dann eben diese Spielhilfen anschauen. Und der Wiederspielreiz ist meiner Meinung nach auch absolut gegeben, weil es eben diese unterschiedliche Anzahl an Völkern gibt, die miteinander kombiniert werden können. Da kann man eben sehr viel herumexperimentieren und das ist zwar jetzt nicht ganz so umfangreich wie logischerweise bei Terra Mystica, aber Terra Nova hat auch durch diese fünf verschiedenen Farben mit jeweils zwei unterschiedlichen Völkern einen wirklich sehr coolen Wiederspielreiz, der hier in dieser Box drinnen steckt. Alles in allem würde ich dem Spiel also, und jetzt kommt eben diese Unterscheidung, als Nicht-Terra Mystica-Kenner, als Kennerspieler, als Familienspieler vielleicht, würde ich diesem Spiel 8 Punkte geben, weil es wirklich alles eigentlich super cool macht, weil diese ganzen Elemente eben vorhanden sind, die das Terra Mystica-Spiel ausmachen, nur eben auf einem heruntergebrochenen Niveau und das ist einfach wirklich absolut solide und eigentlich besser als solide, weil es eben ein Terra Mystica ist. Deshalb 8 Punkte. Aus der Sicht eines Terra Mystica-Kenners bietet dieses Spiel jetzt dann allerdings nicht so viel Neues wie für jemanden, der das nicht kennt. Da würde ich deshalb auch die Punkte ein bisschen runterschrauben. Da sind wir dann vielleicht bei 7, so würde ich mal meinen. Weil hier ist dann, man hat das Gefühl, es fehlt etwas. Und das sind im Prinzip diese zwei Sparten, in die man, oder Spielergruppen, wenn man das so einteilen möchte, wie die vielleicht dieses Spiel hier auffassen. Insgesamt kann ich nur sagen, hat es mir gefallen, ja. Egal, ob ich jetzt ein Terra Mystica-Liebhaber bin oder mich in die Rolle dieses Nicht-Terra Mystica-Kenners versetze. Cooles Produkt. Wenn es schnell gehen muss, ist Terra Nova wahrscheinlich zu bevorzugen. Aber ansonsten, ich würde sagen, wer Terra Mystica hat, das liebt und oft spielt, braucht ein Terra Nova nicht unbedingt. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit meinem Video etwas weiterhelfen und einen Überblick oder einen Vergleich bieten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.